Erstmal hallo ihr beiden zum Legendentalk. Wie habt ihr denn das 1:1 in Wiesbaden gesehen? Ja, erstmal hallo zusammen, Glück auf. Ja, wir haben es gesehen. Es ist natürlich wieder absolut 2 Punkte verloren. Hätten absoluter Dreier sein müssen, ohne Wenn und Aber. Wir haben wieder leichtfertig eine Führung diesmal abgegeben. Hätten den Sack nach dem 1:0 zumachen müssen und haben wir leider nicht geschafft. Ja, und jetzt haben wir 1 Punkt und stehen vor dem schweren Spiel in Magdeburg. Oder beziehungsweise zu Hause gegen Magdeburg, nicht in Magdeburg. Ja, also ich sehe es fast genauso und ich muss sagen, wir waren schon die bessere Mannschaft, ganz klar. Aber wenn du die bessere Mannschaft bist, dann musst du einfach Tore machen. Und das darfst du natürlich nicht, das darfst du natürlich dann nicht so leichtsinnig aus den Händen geben. Aber ich habe von vornherein gesagt, entweder gewinnst du 2:1 oder 1:1. Also für einen Punkt war die Mannschaft eigentlich zu gut oder dafür hat die Mannschaft zu gut gespielt und ist eigentlich schade, dass man da nicht bis zum Schluss durchgehalten hat. Jetzt saß ich da, hab das Spiel geguckt und hab nach 90 Minuten gesagt, naja, das war der schmutzige Sieg. Was heißt schmutzig? Aber Wiesbaden war schwach, Schalke hat es ganz gut gemacht. Und dann dieser Punkt, hätte man bei einem Sieg das aber auch hinterfragen müssen, die Leistung? Oder war das dann wirklich, wäre das der Moment gewesen für den Kopf? Auf jeden Fall hätten wir eine Wende gehabt. Die 3 Punkte wären total wichtig gewesen für alle, für den Trainer, für den Verein, für die Mannschaft, einfach für alle. Jetzt muss man sagen, jetzt wird natürlich alles wieder hinterfragt, ganz klar. Wir haben ordentlich begonnen. Besonders was mir gefallen hat, wir waren aggressiver in den Zweikämpfen, haben auch ganz gut nach vorne gespielt, aber der erste richtige gescheite Spielzug war erst in der 55. Minute, als wir 1:0 in Führung gegangen sind. Da war wirklich mal Fußball zu sehen. Schön über außen, der Ball kam klasse rein. Moore geht auf den ersten Pfosten, macht das Ding rein. Danach war der Gegner am Taumeln und wir haben den Sack nicht zugemacht. Und das muss ich einfach verlangen können von der Mannschaft wie im FC Schalke 04. Ganz klar, ohne Wenn und Aber. Ja, der Didi sagt das richtig, aber wie gesagt, man darf mit der Leistung des Mittelfelds meiner Ansicht nach nicht zufrieden sein. Es kommt doch immer aus dem Mittelfeld meiner Ansicht nach zu wenig. Ja? Die sind zu weit weg von den Stürmern. Und ich glaube, der Reis müsste jetzt mal in den 14 Tagen, wo er Zeit hat, wirklich mal die Mannschaft mehr zusammenpacken, dass er sagt, wir müssen enger spielen, Jungs, dass wir die Torchancen, die zweiten auf dem zweiten Ball, dass wir da irgendwie besser draufkommen. Und das ist leider so bei uns, der zweite Ball ist meistens weg. Und das meine ich, dass es am Mittelfeld ein bisschen liegt. Die rücken nicht weit genug auf. Ja, die entweder ein oder zwei, dass man noch vielleicht einen als Sicherheit hinten hat, aber mindestens zwei müssen noch ein bisschen mehr nach vorne gehen. Gut, jetzt müssen wir mal sehen. Jetzt kommt ja das Spiel gegen Magdeburg, das sicherlich auch schwierig wird, weil danach hast du 2 Auswärtsspiele. Du spielst in St. Pauli und Paderborn zu Hause. Das ist also auch keine leichte Aufgabe. Zum Spiel nochmal zurückzukommen, was ich ja auch gesagt habe mit Mohr, der müsste mal langsam zünden. Okay, das hoffe ich, dass er jetzt durch das Tor, das er gemacht hat, ein bisschen Selbstvertrauen gekriegt hat. Aber so, wir wollen also mehr sehen von dem, ja. Ich will mehr sehen von ihm. Und wahrscheinlich Reis auch, weil das ist trotzdem noch ein bisschen zu wenig gewesen, ja. Die Flanken waren schlecht gewesen von beiden Seiten, also alles hinten rüber. Terodde konnte mit den Flanken gar nichts anfangen. Und da muss man dran arbeiten, da muss man dran trainieren, dass man sagt, hör mal, die müssen besser reinkommen. Sonst brauchst du den Terodde vorne nicht reinstellen, dann kannst du jeden anderen reinstellen. Der Junge, der wartet drauf und der ist ja nicht der große Fußballer, der jetzt mal 5 Leute ausspielt und ein Tor macht. Also musst du dann im Training viele Sachen mit dem noch mal üben. Ich schätze, die werden das machen, aber trotzdem muss der Abschluss, der muss einfach besser sein. Tobi Mohr, euer Stichwort, ihr habt ja ein bisschen gefordert, jetzt hat er das Tor gemacht. Aber ist es nicht schwierig auch für so einen Spieler, der ist Profi, ohne Frage, fängt links an, seine Position, geht dann zweite Halbzeit auf rechts, macht dann das Tor. Ist das nicht schwierig, Positionswechsel? Also für mich war, wir haben uns schon gerade kurz unterhalten, ich hab die Auswechslung nicht ganz verstanden. Ja, also man holt Terodde runter, man holt, wenn man ist noch runtergekommen, Mohr runtergekommen, und bringt dann 2 Stürmer. Ja? Dann hat man vorher 1 Stürmer runtergenommen und hat einen defensiven Mann reingebracht. Ja,
Du gehst raus und dadurch ist unser neuer Spieler gekommen, wie heißt er noch? Mörki, ja. Der ist dann reingekommen. Gut, der hat sogar einen guten Abschluss gemacht, sonst wäre das Tor nicht passiert. Ja, und. Das für erste Mal war es okay, für die kurze Zeit. Aber ich verstehe manchmal die Auswechslung nicht. Und das habe ich hier gerade schon gesagt. Ich sage, ich bringe dann zwei Stürmer und nehme quasi ja, zwei runter. Also das verstehe ich nicht ganz. Die Auswechslung haben wir jetzt gerade diskutiert, kapiere ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hast du, wenn wir schon beim Neuen sind, den Neuen gesehen, ist er eigentlich Linksverteidiger, hat jetzt vorne links gespielt? Ja gut, man muss sehen, er hat das erste Mal gespielt, ist erst einen Tag vorher verpflichtet worden. Er hatte einmal später eine Top-Vorlage, muss man sagen, und Mohr macht ihn gut rein. Dann hätte er das 2-0 machen können, müssen will ich jetzt nicht sagen, er ist von der Linie geholt worden. Beim Gegentor sieht dann nicht gut aus, es kommt dann auch über der Seite, er lässt sich einfach ausspielen, bin ich an für sich nicht gewohnt von so einem englischen Spieler, dass er sich so einfach ausspielen lässt, aber alles in allem, denke ich, war es okay fürs erste Mal. Jetzt hat er 14 Tage Zeit, mit der Mannschaft zu trainieren, genauso wie Reis jetzt mit der Mannschaft Zeit hat, zu trainieren. Das in 14 Tagen ist ein absolut entscheidendes Spiel. Wo fährt der Zug hin danach? Ganz klar, ohne Wenn und Aber. Magdeburg ist eine Mannschaft, die, ja, das ist ja unglaublich, viermal zurückgelegen und immer wieder gekommen. Genauso ist es unglaublich für Hertha, viermal geführt und trotzdem das Spiel verloren. Aber wir haben mit Hertha nichts am Kopf, wir müssen uns jetzt mit Magdeburg auseinandersetzen und das ist schon eine harte Nuss. Aber Reis ist jetzt noch mehr gefordert, in 14 Tagen auch mit Kallas den reinzubringen in die Mannschaft. Die so in die Mannschaft einzubauen, dass sie uns halt am Ende weiterbringen. Was ich auch nicht verstehe, ist, so wie Abi gerade sagte, ich weiß nicht, warum Terodde immer runtergeholt wird. Terodde ist ein Spieler, den musst du an für sich bis zum Schluss drin lassen. Bei jeder Standard ist der Kollege gefährlich mit seinen Kopfbällen. Dann auch in der Defensive kann er aushelfen bei Ecken gegen uns. Und ich als Trainer würde Terodde immer bis zum Schluss spielen lassen, weil er immer für ein Tor gut ist und für Gefahr sorgt und vor allen Dingen auch immer zwei Abwehrspieler bindet. Auch, kommt auch noch hinzu. Weil sie alle großen Respekt haben vor ihm, besonders in der zweiten Liga. Aber man muss auch das Alter von Simon Terodde ein bisschen bedenken. Also ich denke, er muss ja vielleicht auch ein bisschen... Ja, aber du, René, es gab schon Spieler, die mit 40 gespielt haben. Also ich sehe das Alter eigentlich nicht so, weil viele sagen, oh, der ist schon 36. Manche haben bis 40 gespielt. Manni Buxmüller bis 38 und der hat auch seine Tore gemacht und der wurde da auch nie runtergenommen, weil die genau wissen, die sind unberechenbar, die Jungs. Die haben irgendwas im Kopf, das rechnet keiner mit und dann machen die Tore. Ja, also vielleicht bin ich da sogar so ein bisschen auf dem Dilisane-Seite. Ich glaube vielleicht auch nicht, sondern eigentlich direkt würde ich sagen, da haben wir beide schon drüber diskutiert. Ich finde es auch nicht gut, weil wenn man einen Stürmer rausholt, das ist so eine Kopfgeschichte, gerade bei so einem, beim Torjäger. Ja? Also bei uns war es also mal so, hier, als ich drüben gespielt hatte, war es so, dass die Buxmüller, auch wenn er schlecht gespielt hat, nicht rausgenommen haben. Weil das ist so ein unberechenbarer Junge gewesen, der hat einfach Tore gemacht. Und ich glaube, so ist der Rodde auch. Und deswegen glaube ich, das tut ein Stürmer nicht gut, wenn er pausenlos rausgenommen wird. Lass ihn doch spielen. Wie der schon sagte, der ist ja, hinten ist er gut im Kopfball, vorne, wenn was kommt. Aber es kommen auch zu wenig Flanken, das muss man auch sagen. Natürlich siehst du dann immer blöde aus, wenn du nur 12 Ballkontakte hast als Stürmer. Aber das habe ich ja schon gerade gesagt. Für mich ist der Terodde keiner, der 5 Mann ausspielen kann. Der lebt von den anderen. Ja, und die müssen ihn bedienen. Dass man mit wenig Ballkontakten Punkte holen kann, haben wir ja bei Wiesbaden gesehen. Ja. Die haben es ja wirklich eigentlich dann im Endeffekt hervorragend gemacht und dann war es vielleicht auch sogar verdient. Nochmal zurück zum Mittelfeld. Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die einen haben Lino Tempelmann super gesehen. Die anderen sagen, der hat doch nur Fehlpässe gemacht. Und die anderen sagen, der Seguin war gut. Die andere Seite sagt wieder, nee, auch Fehlanzeige. Wie seht ihr die beiden? Ihr habt ja schon über das Mittelfeld Also Seguin, weiß ich nicht. Also bei dem bin ich mir immer so ein bisschen unschlüssig. Ich sehe den mal so ein bisschen gut, mal ein bisschen schlechter. Ich weiß auch gar nicht, was für eine richtige Position der da eigentlich spielt. Bei Tempelmann, meine Güte, ja, da weiß ich auch nicht. Also ist der jetzt mehr vorne, spielt er mehr hinten? Aber das ist eigentlich für mich egal. Für mich ist egal oder nicht egal, dass die keine Abschlüsse haben. Ja, die kommen einfach nicht richtig vorm Tor schießen mal, dass sie gefährlich sind. So ein Goretzka, der läuft 10 Mal rein und probiert mit dem Kopf was zu machen.
zu schießen. Irgendwie als Mittelfeldspieler muss ich einen Abschluss finden. Und das finde ich zurzeit bei den beiden gar nicht. Ja, und deswegen hampeln wir auch im Mittelfeld so ein bisschen rum. War es vielleicht der falsche Gegner für diesen Moment für den FC Schalke 04? Gerade eine Mannschaft haben, die sich hinten komplett reinstellt? Gut, falsche Gegner würde ich jetzt nicht sagen, hier mit Tempelmann und Seguin. Ich habe beide diesmal engagiert gesehen. Sicherlich, sie sind sehr viel gelaufen, haben aber nicht diese Akzente so gesetzt, wie wir uns das vorstellen. Haben, wie Abi schon sagte, keinen Torabschluss gehabt in diesem Sinn. Und der richtige Gegner, ja, wann ist oder wer ist der richtige Gegner? Das ist halt die große Frage. Egal, wer jetzt gekommen wäre. Von vornherein war klar, wir fahren dorthin, wollen dort gewinnen. Das habe ich in der ersten Halbzeit oder bis zur 70., 80. Minute habe ich das gesehen schon, dass sie da was holen wollten. Aber es war alles so umständlich. War auch wieder einiges zu viel Zufall. Dann waren auch diesmal die Standards. Teilweise, Ove Johan, der hat die Dinger da hinters Tor gehauen, übers Tor. Das war alles so ungenau wieder. Und den richtigen Gegner, den hast du nie. In der zweiten Liga, die können alle fighten, die können auch Fußball spielen. Muss aber sagen, ich war an für sich von Wiesbaden davor, dass sie schon so viele Punkte hatten, in Anführungsstrichen. Enttäuscht. Und auch gute Ergebnisse erzielt haben, war ich einfach enttäuscht. Die haben ja nichts nach vorne gemacht. Das war ja unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass die in der Lage sind, überhaupt ein Tor gegen uns zu erzielen. Und das war ja auch in Anführungsstrichen auch so ein halbes Slapstick-Tor, was wir da reinbekommen haben. Ja. Tatsächlich glaube ich, dass der das ganz gut gemacht hat, Kauczynski, weil er ja wusste, dass Schalke nicht mehr vorne stehen wird, sondern ein bisschen tiefer reingeht. Ich glaube, das hat er gut ausgenutzt. Und ja, aber wie gesagt, die Chancen, also sie haben ja auch ein bisschen auf Konter gespielt, aber sie haben jetzt nicht unsere Abwehr da groß irgendwie in Probleme gestellt. Also das war jetzt auch nicht so gewesen, dass ich da irgendwie Angst hatte, dass wir da eventuell noch einen reinkriegen. Also durch Dummheit, sage ich mal, haben wir wieder ein Tor reingekriegt, der ist über außen durch, hatte da ein bisschen Glück gehabt, dass er noch den Ball ein bisschen reinkriegt, schöner Rückpass. Na gut, dann schießt du irgendwo hin. Wenn er ein bisschen Glück hat, schießt er den irgendwo anders hin. So schießt er ihn an und du kriegst unglücklich ein Tor rein. Aber das Schlimme war ja noch dabei gewesen, dass wir keine 30 Sekunden, nachdem wir wieder Anstoß gemacht haben, die noch mal eine Chance hatten. Ja. Also wenn der noch reingegangen wäre, dann wäre ich aus dem Fenster gesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wohne im zweiten Stock, glaube ich. Ja. Also da wäre ich aus dem Fenster gesprungen. Aber das ist doch nicht normal. Da muss man sich doch konzentrieren. Da muss man doch sagen, Jungs, jetzt haben wir ein Tor reingekriegt. Jetzt lass uns hier nicht noch so ein Spiel vereiern. Und das wäre fast so passiert. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Kopf vielleicht schon abgeschaltet gewesen, dass man gesagt hat, shit, man hätte hier 1-0 gewinnen müssen und dann kriegt man so ein Scheiß-Tor rein, auf Deutsch gesagt. Aber wie gesagt, man kann denen jetzt keine Vorwürfe machen, weil sie nicht so schlecht gespielt haben. Länderspielpause, ihr habt es angesprochen, Zeit für Thomas Reis. Wollen wir mal ein bisschen weiter rausgucken, was ist, wenn es gegen Magdeburg auch schief geht? Na gut, da dürfen wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht von ausgehen. Wir müssen positiv denken. Wir müssen jetzt erstmal sehen, ich sag mal, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. So, und jetzt heißt es einfach, dass er alles macht. Du auch. Jetzt heißt er erstmal, dass er alles macht, dafür, dass die Mannschaft mehr zusammenwächst. Dass noch mehr ein Team wird und noch mehr Teamgeist zu sehen ist. Ich habe ja gesagt schon, die gingen aggressiver zu Werke und ich konnte auch sehen, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Genau. Und das habe ich vorher nicht gesehen in dem Spiel. Also ist Reis jetzt gefordert mit seinem Trainerteam, die Mannschaft gegen Magdeburg dahin zu bringen, dass sie am Ende als Sieger vom Platz geht. Und dafür muss er in den 14 Tagen alles tun, alles machen, was es gibt. Und ich denke nicht daran, was ist in 14 Tagen, wenn jetzt Schalke verlieren sollte. Oder was ist mit Reis oder was ist damit. Meine Güte, Reis glaube ich schon, dass er alles gibt auf dem Trainingsplatz. Ich glaube auch in der Besprechung gibt er alles. Am Spielfeldrand ist er sowieso immer dabei, ohne Wenn und Aber. Und sicherlich am Ende, das ist auch ganz klar, im Fußball zählen Ergebnisse. Auch wenn das jetzt bei Doppelpass 3 Euro wäre. Aber es ist einfach so. Ja, und vor allen Dingen, du hast ja vielleicht auch wieder Glück, dadurch, dass die Pause ist, dass der eine oder andere, der verletzt war, zurückkommt. Und vielleicht bringen die uns dann wieder weiter. Also
Es ist so ein bisschen Karussellspiel zurzeit, ne? Also normalerweise jetzt das Spiel gewinnen müssen, jetzt spielst du 1-1. Aber was Didi schon gesagt hat, du musst hier Magdeburg schlagen. Da kannst du dir auch im Kopf stellen. Und das wird schon schwer, weil die haben auch reichlich Zuschauer. Die werden hier reichlich mitbringen, weil denen ihr Stadion ist auch immer voll. Und ich finde, die Mannschaft ist nicht schlecht. Da muss man richtig gut drauf aufpassen. Ich glaube auch, dass die besser sind als die Mannschaften, die hier schon hingekommen sind. Das ist meine Meinung. Aber wie gesagt, man soll sich jetzt hier jetzt keine Angst vor Magdeburg haben in unserem eigenen Stadion. Also wenn wir jetzt schon Angst haben gegen Magdeburg, ja, dann können wir ja gleich alle einpacken. Also ich glaube schon, die beiden anderen Spiele sind viel entscheidender, dass man in St. Pauli und Paderborn spielt. Also wenn man die beiden verlieren sollte, dann hast du ja nichts aufgeholt. Ja gut, ne? Dann machen wir uns wirklich Sorgen. Da hast du vollkommen recht. Dann muss man sich auch mehr als Sorgen machen. Ja. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ja, was ich da vielleicht doch noch ansprechen wollte, Personal Ralf Fährmann. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganze Diskussion Fährmann finde ich eigentlich ein bisschen lächerlich. Ja? Also ich hätte da jetzt, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen anders als Thomas Reis, ich hätte überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wenn also ein Spielervermittler herkommt und mir irgendwas erzählt oder in der Öffentlichkeit erzählt, der hat mit dem Verein nichts zu tun, das interessiert mich gar nicht. Das ist genauso, als wenn hier oben einer sitzt auf der Tribüne und schimpft und schimpft und schimpft. Ja, also da kann ich auch nicht raufgehen und sagen, hör mal, warum schimpfst du hier? Ja, also ich glaube, dass man das einfach, also ich hätte jetzt einfach gesagt, du, weißt du was, du bist zweiter Torwart, Feierabend, wenn der andere schlecht ist, dann kommst du wieder rein. Und ich hätte ihn auch nicht rausgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann machst du wieder ein Fass auf. Du machst immer ein neues Fass auf, nur weil einer eine Äußerung macht, kann ich jetzt den, egal ob er jetzt was gesagt hat oder ob er wusste oder nicht. Ich glaube einfach, dass man das nicht so hochspielen sollte. Und ich finde, ein Spielervermittler, der soll sich um jeden Scheiß kümmern, ja, aber nicht seine Meinung zum Spiel geben. Deswegen ist das für mich wie ein Fan, ja, sag ich da, der schimpft, aber ich werde ihn jetzt nicht dafür bestrafen, dass einer was gesagt hat. Also ich meine, dass das nicht richtig ist. Ja, ich war erstmal überrascht, dass er sich überhaupt gemeldet hat, dieser Spielerberater. Weil Fakt ist, er hat Ralf absolut keinen Gefallen getan. Ganz im Gegenteil. Ralf ist ja hier bei den Fans sehr beliebt und ist auch eine Legende hier beim FC Schalke 04 lange dabei. Ralf hat auch einen Anschlussvertrag, hat sogar noch Vertrag. Also ich glaube, er hat ihm dadurch eine Menge kaputt gemacht. Weil Fakt ist ja auch, es kann ja sein, dass der Trainer vor der Saison hat, pass auf, Ralf, du bist meine Nummer 1 und wir holen noch einen guten Mann dazu. Du musst Gas geben, der Müller wird dir Feuer unter dem Hinter machen. Kein Mensch kann was dafür, dass sich Fährmann verletzt. Also, und wenn dann Müller gute Leistung bringt, also warum soll man ihn rausnehmen? Ganz im Gegenteil. So wie ich gehört habe, ist Müller auch innerhalb der Mannschaft hoch angesehen, hat auch schon ein Mitspracherecht, obwohl er noch nicht so lange bei uns ist. Und ich bin auch der Meinung, wie Abi sagt, ich hätte ihn auch nicht suspendiert. Ich hätte ihm gesagt, pass mal auf, mein Freund, unterhalte dich mal mit deinem Berater. Der soll mal ein bisschen den Ball flach halten. Du bist jetzt erstmal die Nummer 2 und irgendwann wird deine Chance kommen. Ganz klar. Vielleicht lässt er dann auch im Pokal spielen, dass er da seine Leistung zeigen kann. Also ganz unnötig ein Fass aufgemacht, was wir im Moment absolut hier gar nicht gebrauchen können. Das kommt ja noch hinzu. Wir haben ganz andere Sorgen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Aber uns nicht Gedanken darüber machen, ob ein Berater sagt, Ralf muss spielen oder nicht. Das ist aber ein schönes Schlusswort. Ja. Dann genieß erstmal die Länderspielpause. Wir sehen uns dann wieder nach dem Spiel gegen Magdeburg. Alles klar. Danke dir, René. Danke. Glück auf. Glück auf.